Komm. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, Abbau der Bahninfrastruktur stoppen, Bahnstrecken reaktivieren, die Titel der beiden linken Anträge, um die wir uns heute Nachmittag kümmern, die klingen ziemlich gut. Ziemlich gut. Insbesondere klingen sie gut, solange man sich nicht überlegen muss, wie man das alles bezahlen soll und ob sich das rechnet, was man sich so wünscht. Aber solche Fragen stellt sich die Linke hier im Hause ja nie. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht, und die Frau Leidig hat ja selber schon darauf hingewiesen, der Abbau der Bahninfrastruktur ist doch schon seit 3 Jahren passé. Das Schienennetz wächst seit 2016 wieder. Die Frau Leidig hat es ja gerade selbst gesagt, die Trendwende ist geschafft. Und der Bund hat mit dem Investitionshochlauf für die Verkehrsinfrastruktur schon in der vergangenen Legislatur damit begonnen, die Mittel für Investitionen in die Schieneninfrastruktur zu erhöhen. Aktuell investiert Bund und die Bahn mehr Geld in die Schiene als jemals zuvor. Es sind zudem zahlreiche neue Bundesprogramme aufgelegt worden, um den Bahnverkehr in Deutschland zusätzlich voranzubringen. Dazu gehört auch Programme wie das Bahnhofsmodernisierungsprogramm aus der vergangenen Legislaturperiode. Darüber hinaus gibt es viele positive Beispiele für Kooperationen mit Kommunen, die Bahnhöfe übernommen haben von der Bahn und die jetzt besser dastehen als zuvor. Ich möchte auch hier noch mal dieses schöne Beispiel aus Osterburgen ansprechen. Solche Projekte könnten mit dem von Ihnen geforderten Stopp vom Verkauf von Bahnimmobilien und Grundstücken gar nicht mehr realisiert werden. Das haben wir ja im Ausschuss schon eingehend diskutiert und diesen Antrag mit Ihren überholten Forderungen abgelehnt. Meine Damen und Herren von den Linken, Sie zeigen mit Ihren Anträgen nicht nur, dass Sie mit überholten Ideen von gestern arbeiten, Sie zeigen Ihre Rückwärtsgewandtheit auch, nämlich Sie wollen Zeit, Geld und Ressourcen, personelle Ressourcen dafür verschwenden, eine interaktive Karte zu erstellen, hochmodern, in die aber dann Strecken abgebildet werden, die es zur Mitte des letzten Jahrhunderts in der DDR und der damaligen Bundesrepublik einmal gegeben hat. Ist es nicht sinnvoller, die Ressourcen zu verwenden, um zu schauen, wo in Zukunft Streckenaktivierungen oder Ergänzungen, Neubauten geschaffen werden können, die das Netz ergänzen, effizienter machen oder Lückenschlüsse darstellen? Sie schreiben in Ihrem Antrag ja selbst, dass in Deutschland aktuell Strecken reaktiviert werden. Also ich verstehe nicht, warum auch Sie in Ihrem zweiten Antrag etwas fordern, was es bereits gibt. Und dann geben Sie uns noch ein weiteres Rätsel auf. Ein weiteres Rätsel. Sie fordern nämlich, dass unerwartete Steigerungen bei den Fahrgastzahlen in zukünftige Bewertungen mit einfließen. Aber wenn sie doch unerwartet sind, wie soll ich sie denn vorhersagen? Also wenn Sie mit Glaskugel und Kaffeesatz arbeiten, wir machen das nicht. Interessant sind auch Ihre Vorstellungen zur Finanzierung. Es soll einen Sonderfonds zusätzlich zu den Regionalisierungsmitteln eingerichtet werden, aus dem die Länder im Schienenpersonennahverkehr Verkehrsleistungen auf reaktivierten Strecken für zunächst bis zu 5 Jahre bestellen können. Das war jetzt ein Zitat aus Ihrem Antrag. Und meine Damen und Herren, wie Sie wissen, sind doch nach unserer verfassungsgemäßen Ordnung, die ja vielleicht bei Ihnen eine nachgeordnetere Rolle spielt, die Länder für die Finanzierung und Organisation des Nahverkehrs zuständig. Trotzdem unterstützt der Bund mit den Regionalisierungsmitteln die Länder bei dieser Aufgabe. Und wir haben die in der vergangenen Legislaturperiode auf 8,6 Milliarden Euro pro Jahr erhöht, dynamisiert mit 1,8%. Im kommenden Jahr sind es schon 8,8 Milliarden Euro. Und zusätzlich werden wir die Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, mit denen der Bund ebenfalls zur Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur beiträgt, bis 2021 auf 1 Milliarde erhöhen. Und
Mit diesem Geld kann man dann auch die Dieselbahn unterstützen. Und jetzt zusätzliches weiteres Geld vom Bund für den Nahverkehr zu fordern, ist fast schon unverschämt. Ich finde, Sie sollten vielleicht auch dort, wo Sie was mitzumelden haben, haben Sie ja leider in zwei Ländern, darauf Einfluss nehmen, dass die das Geld für solche Projekte beispielhaft ausgeben. Dann können wir uns wieder darüber unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Dorn. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Wolfgang Wiele.